Alter, es läuft mal wieder hier am Bärensee. Wir sind hart am Bärensee am Grinden, schön auf Karpfen, auf Amure und im Idealfall natürlich noch auf Goldschleie. Zack und raus damit. Ich bin jetzt hier schon eine knappe halbe Stunde, hab hier einfach mal den gesamten Spot gut auch eingesottert mit ordentlich Futtermische und nu raus damit und jetzt gucken, was hier geht. Also, es hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt sozusagen und dann lief es aber jetzt mit der Zeit immer besser und immer besser. Und ja, jetzt haben wir natürlich gerade die Abendstunden, wo es durchaus aber auch mal wieder so ein bisschen weniger abgehen könnte. Deswegen gucken wir einfach mal, was hier passiert jetzt im Laufe des Abends und in der Nacht. Und wir gucken natürlich auch gleich nochmal in den Kescher rein. Ja, so sieht es eben bisher aus. Knapp eine halbe Stunde. Ich bin recht zufrieden. Es ist okay. Also es könnte natürlich schon ein bisschen mehr sein. Aber ich bin ja auch hier mit relativ großen Setup unterwegs, nicht nur mit einem Maiskorn. Von daher ist es durchaus okay, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Ich hatte gestern Abend mit Aurelion geschrieben, der hat hier ganz gut rausgezogen und auch eine richtig schön große Goldschleie gefangen, richtig nice. Und der meinte dann, ja Alden, ich werfe hier mal so auf 25 Meter aus, also mal deutlich weiter raus. Normalerweise kann man ja hier vorne, also genau in diesem Bereich hier, so auf 20 bis 21 Meter kann man gut hin. Denn hier in diesem Bereich, 20, 21 Meter, hier ist eine Muschelbank. Und an diesen Muschelbänken lüppt das halt auch immer wieder ganz gut. So, und jetzt müssen wir einfach mal gucken, was denn hier abgeht. Auch einfach mal auf diesen 25 Meter. Warum denn auch nicht? Denn Spots können ja überall sein, beziehungsweise Spots sind überall auf der gesamten Wasserfläche verteilt. Immer wieder gibt es dort eben Spots mit verschiedenen Anzahlen an Populationen der verschiedenen Fischarten. Ja, ich bin mega gespannt, ob da noch was Schönes reingeht. Gerne natürlich auch eine Goldschleie. Die nehme ich doch gerne nochmal mit als Trophy, warum auch nicht. So, und raus damit. Wir gucken gleich natürlich in die Futtermische rein, die ich hier verwendet habe. Und zack, komm ran hier. Und natürlich auch in die Setups. Die sind alle gleich aufgebaut hier. Man sieht es ja oben links schon in der Ecke. Alles hier gerade auf Kokossahne. Ja, läuft also jetzt gerade in den späten Abendstunden, lief es halt immer besser und ich werfe, man sieht es jetzt gerade, ich werfe also von hier hinter bis tatsächlich hier vorne, so in diesem Bereich. Also einmal so eine relativ, ja schon relativ große Fläche jetzt auch mit dem PVA, mit der Futtermische angefüttert. 25 Meter bedeutet also für dich, wenn du kein PVA hast, am besten entweder mit einem Futterkorb, also umbauen auf Feeder, mit einem Futterkorb dran auf 25 Meter auswerfen oder eine Futterrakete einfach mal kaufen. Da dann aber vielleicht auch mal erst das Video angucken, welche Futterraketen zu welcher Futtermische. Ich verlinke das Video mal. Und dann eben den Spot auf 25 Meter anfüttern. Die leichtere Version, wie gesagt, einfach die Bällchen machen. Fiederkorb, vielleicht einen Fiederkorb, wo zwei Bällchen gleichzeitig reinpassen. Und dann zack, 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 zack auf 25 Meter. Erstmal fünfmal anwerfen diesen Spot, dass man dann 10 Futterbällchen an dem Spot hat. Und dann guckt man einfach so alle 12 Stunden einfach nochmal nachwerfen. Vielleicht nochmal 5 Stück nachwerfen, nochmal 5 Stück. Und dann gucken, dass der Spot immer schön unter Futter steht. Ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, sieht es jetzt schon ganz gut aus, nach einer guten halben Stunde. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal ganz kurz in den Kescher rein. Da sind wir auch schon, kurzer Blick rein, nach Preisen sortiert. Ja, die Amure lohnen sich natürlich auch immer wieder hier. Und wir sind jetzt schon in 30 Minuten bei knapp 120 Silber. Ist okay, kann aber deutlich mehr sein. Wie gesagt, es gab ein paar Anlaufschwierigkeiten. Es hat am Anfang echt ein bisschen gedauert. Heißt also, ja, einfach Geduld haben, durchziehen.
schön den Spot weiter befüttern und dann abwarten, mal so eine halbe Stunde durchziehen oder ja, und dann gucken, was halt so nach einer Stunde dann insgesamt dabei rumkommt. Oder eben andere Boilies nochmal verwenden. Wir gucken uns jetzt natürlich auch nochmal das Setup an. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Also natürlich mit der normalen Fortuna Carb unterwegs hier einfach mal so ein 70 Gramm Blei, 27 Kilo Vorfachsmaterial. Gar nicht ganz so schwer und dick unterwegs. Und dann hier mit 1er Haken, auch nur 1er Haken. Und dann hier einmal mit 12er Pop-Up Boilies. Und hier vorne mit 16er und dann hier auch nochmal mit 16er. Und ich muss sagen, hier die linke Route, das ist die, die hat bisher am meisten geliefert. Ich sehe gerade, hier ist sogar das schwerste Vorfachsmaterial drauf. Hat also tatsächlich gar nicht so viel Auswirkung. Also die hat recht gut geliefert hier heute schon. Und hier auf dem kleinen Boilie war bisher tatsächlich auch noch gar nicht so viel los. Ich hoffe natürlich, dass gerade dann bei diesen kleinen Boilies vielleicht auch mal ein bisschen eher so eine Goldschleie reingeht. Wäre halt richtig nice. So, jetzt sind wir hier mitten in der Nacht. Jetzt kann es durchaus hier mal so ein bisschen ruhiger werden. Gucken wir mal, ob vielleicht noch was reingeht. Und dann denke ich mal, dass so gegen 4 Uhr morgens so langsam es wieder losgeht. Vielleicht schmeißen wir dann noch ein bisschen was von der Futtermische rein. Gucken wir mal eben hier nach. Genau, das ist sie. Da gehen wir mal rein im Detail. Und da haben wir es. Also, ganz wichtig natürlich immer Mais als Basis. Mais immer wieder gut, kann man gut verwenden. Ich hatte die noch rumliegen. Hätte ich sie jetzt neu zusammengebaut, hätte ich hier nicht die Sahne-Feed-Pellets genommen, sondern normal Mais als Kombination. Also, schön Kokossahne rein. Weil wir dann aber auch hier schön mit Mais unterwegs sind, hier einfach nochmal die normale Maiskomponente. Ich denke, dass das vielleicht nochmal so ein bisschen besser reinkickt. Vor allem, wenn man diesen Spot hier mal testet und nur mit ein bisschen kleineren Setup unterwegs ist. Vielleicht bist du hier nur mit der Fortuna Carb und dann mit der HSV unterwegs oder nur mit einem Feeder Setup und verwendest dann Pop-Up Rig mit nur diesem kleinen ersten einfachen Doppel-Mais. Dann auf jeden Fall auch nochmal Mais hier mit in die Futtermische reinmixen. Weniger von diesen Feedpellets und raus damit. Schön auf Maisbasis mit Mais und dem Maisköder. Und dann lübt das hier auch. Dann hat man auch eine richtig schön hohe Frequenz. So, jetzt gucken wir gleich nochmal rein, wie das hier in den Morgenstunden abgeht. Und ja, dann bin ich mal gespannt. Ein bisschen was zuppelt hier die ganze Zeit noch. Vielleicht gleich noch hier die erste Goldschleie. Die Mitternachtsgoldschleie. Und zack, da geht's auch weiter. Morgens geht's dann natürlich auch wieder los. Ja, bisher natürlich noch keine Goldschleie dabei gewesen. Absolut selten der Brocken. Aber die kleinen Amure sind schon wieder da. Die sind schon wieder wach. Und wir machen jetzt hier natürlich einfach wie gewohnt weiter. Und ja, wir testen und testen und testen. Was ich sagen muss, ja, man kann auch mal auf die 25 Meter gehen. Aber wenn ich das vergleiche mit dem letzten Wettangeln, war es bisher noch nicht so wirklich deutlich besser. Wir hatten am letzten Montag hatten wir ja doch eigentlich so auf 21 Meter noch mal ein bisschen mehr. Also in der Nähe der Muschelbank, die klassischen Fressspots, die laufen doch ganz gut. Gucken wir mal. Nichtsdestotrotz muss man sowas natürlich immer testen, gerade wenn da auch was gefangen wird. Oder ja, man sieht ja, es wird auch da jetzt auf 25 Meter was gefangen. Man muss das immer ausprobieren und ich werde das auch noch weiter durchziehen hier. Einfach nochmal länger ausprobieren und testen, was hier reingeht. Guck mal hier, schöner Leder, nehmen wir auch mit, schön selten. Genau, nur selten, nicht sehr selten, aber die nehmen wir natürlich auch immer wieder gerne mit. Ja, ich probiere jetzt hier weiter aus und werde hier auch nochmal bestimmt über eine Stunde einfach stehen bleiben, weiter rumprobieren und ja, jetzt natürlich erstmal abwarten, keine Futtermische mehr reinschmeißen, sondern dann erst so gegen 16 Uhr werde ich nochmal wieder anfüttern. Für mich halt immer so dieser Rhythmus, 4 Uhr in der Nacht ein bisschen nachfüttern oder wenn wir starten, 4 Uhr in der Nacht Futter rein, dann um 16 Uhr wieder und so alle 12 Stunden so ein bisschen was nachfüttern, damit der Spot immer schön aktiv bleibt.
Ja, ihr Lümmels, zieht raus die Bronk. Toi, toi, toi mit der Goldschleie, dass da was geht. Ansonsten auch immer wieder schwarze Amure, die hier gefangen werden. Viel Erfolg dabei, zieht raus die Brocken. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags um 19 Uhr. Bis dahin.